Ein umgebauter LKW bringt den Herzcheck zu den Menschen. An 12 Orten in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg können Personen bereits seit einem Jahr direkt vor Ort eine MRT-Untersuchung durchführen lassen. Die Patienten können sich durch das niederschwellige Angebot unkompliziert auf eine noch nicht erkannte Herzschwäche untersuchen lassen. Knapp 2000 Personen haben dieses kostenlose Angebot schon in Anspruch genommen. Und die Nachfrage wächst stetig. Der letzte Standort des Projekts wurde nun am Dienstag, den 26. Juli, im Klinikum Südstadt in Rostock eröffnet. Für Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath ein toller Tag, denn dem Herzcheck kann er jede Menge abgewinnen. Ich finde das Projekt sehr sinnvoll, weil hier eine Studie auch das Ergebnis bringen wird, wie hoch ist denn vielleicht eine Dunkelziffer bei den Patienten, die schon ein angegriffenes Herz haben, ohne die Symptome zu zeigen, und gibt uns auch die Möglichkeit, dem Gesundheitswesen sich darauf auszurichten und sagt, was macht man in der Vorzeit, bevor vielleicht Symptome auftreten, und kann man die Erkrankung vorher schon behandeln, kann man das stoppen. Das Besondere des Projekts Herzcheck bringt modernste Diagnostik und fachkundiges medizinisches Personal auch in dünn besiedelte Regionen. In MV ist der Herzcheck in Wolgast, Ueckermünde, Stralsund, Wismar und Rostock vor Ort. Für Landrat des Landkreises Rostock Sebastian Konstien genau der richtige Ansatz. Die ersten Eindrücke zeigen mir doch schon, dass man hier gemeinsam auch positive Erfahrungen aus diesem Projekt ziehen möchte. Insbesondere wenn es darum geht, im ländlichen Raum eine medizinische Versorgung, keine Notfallversorgung, das möchte ich nochmal unterstreichen, sondern ein Zusatzangebot im Bereich der medizinischen Versorgung versucht aufzubauen. Für Professor Dr. Kelle Sebastian, dem Leiter der Abteilung für kardiale MRT am Deutschen Herzzentrum in Berlin, ist die Studie von enormem Wert. Denn normalerweise kommen die Patienten immer erst, wenn sie einen Herzinfarkt hatten und das Herz somit dauerhaft geschädigt ist. Und diese Schädigung des Herzens fängt aber oftmals schon Jahrzehnte vorher an. Und das ist ein Zeitpunkt, wo man eigentlich ansetzen muss. Und da war unsere Überlegung, dass wir eine Früherkennung einer Herzschwäche durchführen sollten. Dann, wenn es noch möglich ist, die Herzschwäche vielleicht aufzuhalten oder sogar die Herzfunktion wieder zu verbessern. Im ersten Jahr der Studie wurden rund 2000 Patienten kostenlos untersucht. Somit lässt sich eine erste Zwischenbilanz ziehen. Und in einer ersten Zwischenanalyse sehen wir, dass je nach Standort unterschiedlich ein Viertel bis ein Drittel der teilnehmenden Patientinnen und Patienten auffällige Befunde zeigen, also eine frühe Herzschwäche. Und das ist natürlich sehr spannend, weil es eine Möglichkeit gibt, diese Patienten auch entsprechend in der Therapie auch noch mal stärker, sage ich mal, in die Pflicht zu nehmen oder auch besser noch die Einstellung der Risikofaktoren durchführen zu können, um somit die Herzfunktion wieder zu verbessern. Förderer dieser Studie ist neben dem Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses mit über 7 Millionen Euro unter anderem die AOK Nordost. Aus diesem Grund richtet sich das Angebot auch an die 1,7 Millionen Versicherten der größten Krankenkasse der Region. Unter der eingeblendeten Internetadresse können AOK-Versicherte erfahren, wie sie einen Termin für den Herzcheck machen können und welche Voraussetzungen sie dafür erfüllen müssen. Auch Heike Thielmann von AOK Nordost kann nach ersten Monaten eine positive Zwischenbilanz für die Studie ziehen. Patienten rufen nicht nur an der Hotline an, sondern die rufen auch bei uns an und möchten Termine haben. Und darauf sind wir ganz stolz. Also das Vertrauen auch in die Krankenkasse, dass wir solche Angebote haben. Und wir vermitteln dann gerne und wir suchen natürlich diejenigen Patienten, für die das Angebot gemacht ist. Es gibt viele, die symptomatisch schon unterwegs sind, die schon wissen, ich komme die Treppen nicht mehr so hoch, ich kann nicht mehr so laufen. Und bevor dann jemand zum Arzt geht, vielleicht noch zum Kardiologen, da ist der Weg ganz lang. Aber das hier ist ein niederschwelliges Angebot, mit dem man wirklich schnell auch Gewissheit hat. Ist es jetzt was Ernstes? Oder ist es eher etwas, was ich selber noch beeinflussen kann durch Bewegung, gesunde Ernährung und so weiter? Durch die ersten Ergebnisse zeigt sich schon jetzt, dass das Projekt einen echten Mehrwert bietet. Im dritten Jahr der Studie werden dann die Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet. Dabei wird untersucht, ob eine frühzeitige mobile Herz-MRT-Untersuchung dazu beitragen kann, die Prognose von Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz zu verbessern.